Jetzt will ich schon so lange das Video für euch aufnehmen zum Thema, wie ich es geschafft habe, auf 150.000 Leser zu steigern. Und immer habe ich irgendeine andere Ausrede. Und jetzt ist gerade das Licht ganz toll. Und ich habe mir gedacht, egal, ich will zwar zum Sport und habe Joggingklamotten an, aber ich nehme es heute auf. Jetzt geht's also los. Wie habe ich es geschafft, 150.000 Leser zu kriegen? Und zwar hatte ich die Zahl erreicht am 7. Dezember und bin eingestartet im September nach der Sommerpause. Jetzt muss ich kurz überlegen. Am 7. September hatte ich 64.000 Leser. Das heißt, ich habe innerhalb von 3 Monaten, September, Oktober, November, Dezember, genau, innerhalb von 3 Monaten quasi mehr als verdoppelt. Und ich hatte mir sowieso genommen, die Leserzahl zu steigern auf mindestens 100.000 wieder nach der Sommerpause, weil das ja immer so mein Level ist, unter das ich nicht fallen möchte. Das hat auch gut geklappt. Dazu bin ich 2 verschiedene Strategien gefahren. Zum einen habe ich angefangen, im Oktober einmal komplett durch Gewinnspiele zu machen, weil das einfach immer nochmal den Traffic erhöht, auch von Leuten, die sonst vielleicht nicht so viel da sind. Und es kommen einfach auch neue Leute dazu. Und das andere war, dass ich einfach die Schlagzahl erhöht habe. Das heißt, ich habe häufiger gepostet, was dazu geführt hat, dass ich die 100.000 quasi schon im Oktober erreicht habe. Denn ich habe es so gemacht, dass, muss ich jetzt kurz nochmal nachdenken, wie war das? Ich glaube, ich habe immer morgens und abends gepostet, beziehungsweise ich habe nachmittags geschaut, wie viele Leser habe ich schon an dem Tag, wie viele Unique User, und habe eben eine bestimmte Zahl gehabt. Ich glaube, das waren 3.225, die ich jeden Tag haben musste, damit ich nachher auf die 100.000 komme, und habe dann wirklich geguckt, dass ich die auch jeden Tag erreiche. Und wenn ich die eben noch nicht erreicht hatte, musste ich noch was nachschieben. Also man kann ja wirklich das ziemlich genau berechnen. Nachgeschaut habe ich immer auf Google Analytics. Und ja, das hat gut geklappt. Das hatte ich quasi also Ende Oktober erreicht mit der Strategie. Und dann kam dazu, dass ich eben, also November ist sowieso immer mein bester Monat, November bis Anfang Dezember, sage ich mal, weil ich da eben verschiedene Weihnachtsposts habe, die sehr, sehr gut laufen, Weihnachtssterne basteln, so in der Art Sachen, Adventskalender, was kommt in den Adventskalender? Also da ernähre ich mich quasi von der Mühe, die ich mir in den letzten 7, 8 Jahren gemacht habe, wo ich immer kontinuierlich auf dieses SEO-Konto eingezahlt habe, indem ich eben Artikel zu Themen geschrieben habe, die in dem Moment viel gesucht werden, mit Keywords, die viel gesucht werden. Und die tragen einfach immer noch. Also die kommen jedes Jahr wieder hoch, vor allem meine Adventskalenderzahlen, wo ich auch jedes Jahr neue mache, die laufen richtig gut. Und da habe ich schon gesehen, ah, da könnte eine Chance bestehen, wirklich diesmal die 150.000 anzukratzen, und habe mich dann richtig reingehängt, habe dazu im Dezember nochmal eine Verlosung gemacht über die Adventszeit. Und das ist dann wirklich super aufgegangen. Also man konnte sehen, wie das kontinuierlich steigt, 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 steigt. Und ich war, obwohl ich natürlich weiß, wie das alles funktioniert und obwohl ich weiß, warum ich diese Zahlen so gezielt steigern kann, war ich dann doch echt selbst überrascht, wie komplikationsfrei das ging. Also dass man es so genau vorausberechnen kann, wo ja immer alle sagen, ja, Google und die machen, was sie wollen. Es ist halt schon so, dass wenn man das Handwerk beherrscht, dass man da sehr viel machen kann. Also es war bei mir wirklich diese Zweierkopplung: einmal Gewinnspiele, einmal Schlagzahl erhöhen. Dann eben das Dritte wäre, dass ich Sachen habe, die schon ewig laufen und gut laufen, diese Evergreen-Contents. Und das Vierte ist dann sicherlich, dass ich auch einfach noch neue Contents geschrieben habe, die sehr SEO-optimiert waren, die zu der Zeit dann auch gleich gut eingestiegen sind. Und was ich natürlich auch mache, und das ist das, was ich immer als Multi-Channel-Strategie bezeichne. Ich sehe zu, dass eben nicht nur von Google Sachen kommen und von Facebook, weil ich das auf Facebook poste und ihr dann von Facebook auf meinen Blog kommt, und von Google eben, weil es organisch gefunden wird, dadurch, dass es SEO optimiert ist, sondern ich sehe auch zu, dass ich eben auch bei Pinterest SEO optimiere, und da das dementsprechend mit Keywords versehe, dass es wirklich, dass es viel gefunden wird und dass ich eben auch bei einer Sache für verschiedene Keywords oben gerankt bin. Also ich habe zum Beispiel so einen Erdbeermarmelade-Post, der taucht auf, wenn ich Erdbeermarmelade eingebe, wenn ich Erdbeerkonfitüre eingebe, wenn ich Erdbeermarmelade-Etiketten eingebe, Erdbeermarmeladenrezept, da ist der halt immer oben unter den ersten 4. Und solche Sachen sind einfach Gold wert, dass man sich wirklich nicht nur die Mühe macht, einen guten Beitrag zu schreiben auf dem Blog, sondern das einfach dementsprechend auch noch auf den verschiedenen Plattformen so zu positionieren, dass nachher dann die Sachen von Google kommen, also die organische Suche, die Leute von Facebook kommen rüber, dann die Google-Bildersuche, dann kommen die Leute von Pinterest rüber. Und so hast du eben diese verschiedenen Channel, die dann wie so ein Filter auf deinen Blog einzahlen.
Und dann kommt auch so eine Zahl zustande. Aber was ich ganz klar sagen muss, ist, ich werde nämlich oft gefragt, irgendwie, ja, wie kommt das denn, dass du so viele Leser hast? Und ja, klar, du kannst ja auch so toll schreiben. Es liegt einfach nicht nur am Schreiben, es liegt einfach daran, dass man eine Strategie braucht. Und das muss man sich halt vorher genau überlegen und dann wirklich auch stringent durchziehen. Ja, das war das große Geheimnis. So bin ich an meine 150.000 Leser gekommen und ich hoffe, ihr schafft das auch und könnt davon was mitnehmen.